Ich bin dann mal wieder hier. So ist das Leben mit Kleinkind. Ja. Buenos dias, ihr Lieben, und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Aber wenn ihr das Video seht, dann ist ja schon wieder Wochenstart. Kann ich euch schon einen schönen Wochenstart wünschen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist heute Samstag. Wir fahren heute auf den Wochenmarkt in Calahonda. Ich habe gestern schon die Einkaufsliste geschrieben. Wir haben da oben noch ein bisschen Obst und Gemüse. Hauptsächlich Obst hier fürs Müsli. Aber wir müssen auf jeden Fall einkaufen. Wir waren gestern lange unterwegs. Waren ja an diesem Strand, haben viele Familien und neue Menschen kennengelernt und alte Menschen wieder getroffen. Also alte Menschen, alte Bekanntschaften wieder getroffen. Und dementsprechend sieht das jetzt hier aus, weil wir halt lange unterwegs waren und als wir wiedergekommen sind, ist ja Wochenende, der ganze Campingplatz hier ist voll mit spanischen Familien. Es war ein riesiges Rambazamba, ist am Wochenende immer hier richtig viel los, richtig viele Kinder, richtig viele Spanier, die Party machen hier. So cool einfach. Die Kinder dürfen richtig spielen, laut sein, toben, schreien. Man hat nicht einmal gehört, so sei aber leise oder so, also meckern oder so. Gar nicht. Die durften einfach sich in ihrem Spiel ganz frei entfalten. Fanden wir super cool. Genau, und jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Räumen hier auf, machen uns fertig und fahren dann auf den wunderschönen Wochenmarkt nach Calahonda. Und ich nehme euch wieder mit. So, bevor wir zum Markt fahren, gibt es eine Schüssel Futter für die Hasen. Ja, wir können auch einfach alles da reinschütten. Oh, warte, das hebe ich auf. Brokkoli, Gurke und so. Los geht's. Da ist der Pfau. Hühner, Hasen, Schildkröten. Boah, ihr habt ja gar nichts mehr. Ein bisschen Brot noch. Frisches Wasser kriegen die jetzt, ne? Oh, hallo, guten Morgen. Da freuen die sich. Ja. Ich halte es. Oder ich stelle es hier so dran. Wo sind denn die Hasen, die hier drin waren? Da oben, guck mal ein Häuschen. Da gucken die schon raus. Eine BMW Cappy? Na du? Nein. Wolltest du eine haben? Ja, aber nicht vom BMW. Ich musste mir meinen Touri-Hut kaufen, wie du befohlen hast. Bin nicht so ganz glücklich mit meinem 10-Euro-Hut. Ja, ich weiß, aber jetzt. Ja, der sieht zu Hause anders aus als gestern in dem Shop. Die haben alle andere Spiegel. Mandarinen nehmen wir mit, ja, aber die haben keine Preise dran stehen. Aber der hat diese Frucht hier wieder. Die schmeckt so nach Pinienkerne, aber wenn die reif ist, süß. Sollen wir fragen? Aber letzte Woche Kilo 4,50 Euro. Hier ist keine. Kein Verkäufer.
Jetzt kommen sie, Papa. Die kommen da. Hm? Hola. ¿Cuánta costa? El chirimoyo. Uh-huh. José Luis, ¿a cómo es el chirimoyo? ¿Pero cómo se van los dos? For free. ¿En un bar, bom, 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 bom? ¿Han dicho a dónde? Mama. Soll ich das nehmen? Kannst du haben. Kannst du essen. Hm. Aber 50. Wie viel? 4 Euro und irgendwas. 4,50 Euro? Ja, sollen wir zwei mitnehmen? Ich esse sie nicht. Das? Esse? Dame el otro. Oh, die sind schon weich. Schön. Letztes Mal waren die wirklich steinhart. Maybe I can see it. Total. 1,90. 1,90 Euro, glaube ich. Cash. Das moderno, no. Okay. Gracias. Avocados auch, oder? Ja, aber da wissen wir jetzt auch den Preis. Quanta costa? Hier ist so breit. 3 Euro. Ja, wir gucken erstmal. Lass uns erstmal weiter gucken. Kannst du ja nichts sagen jetzt. 1,90. Aber Auberginen haben wir nichts die Woche mit, ne? Können wir ja machen. Wir müssen ja nicht fix den Plan festhalten. Markt haben wir erfolgreich überstanden. Und Bernd holt jetzt noch Baguette. Hier ist so ein Bäcker in Calahonda. Da kostet ein Baguette 1 Euro und zwei Baguettes 1,30 Euro. Und ja, so sieht es hier aus. Ein Marktplatz. Das Wetter ist unglaublich einmalig wunderschön. Aber morgens ist es tatsächlich noch echt frisch. Ich habe gefroren in meinem wunderschönen Kleidchen. Das liebe ich so sehr. Ich bin so Batikmuster. Mag ich eigentlich gar nicht. Ich mag nicht Batik. Aber das gestern habe ich gesehen. Ich glaube, es war einfach das Strandfeeling. Wir waren in diesem Ort, in diesem Touristenort. Es war so schön urlaubsmäßig. Wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt. Und am Strand war dieser eine Souvenirshop. Und da wehte das Kleid mit den goldenen Dingern so. Da habe ich gedacht, ich nehme das als Bademantel. Aber dafür ist es zu schön. Ich muss es ausführen. Ja. Eggs im Angebot. Ja. Da sind sie mir nachmittags runtergefahren. Nein, alle kaputt? Eins kaputt. Eins kaputt. Und das habe ich für einen Hummel gekriegt, für einen Euro. Wir hatten da Pringles. So, in klein, voll praktisch, für einen Euro im Angebot. Ich habe zwei mitgenommen, nur für Reisen einfach nur. Mhm. If yes comes, if yes comes. Die Notverhungerung. Ja. Moment, muss ich was da. Soße. So, das haben wir alles gekauft. Das ist ja diese Frucht, die uns so oft empfohlen wurde. Cherimola oder so heißt sie. Die hat erst wie Pinien-Tannenzapfen geschmeckt, weil die hart war. Und dann auf einmal wird sie doch süß. Zwei Stück haben wir mitgenommen. Insgesamt haben wir ca. 17 Euro bezahlt für den Markt. Sein Kauf. Der Papa hat gesagt, ich darf jetzt eine Runde fahren. Ja, der hat den gesperrt. Du hast den gesperrt, ne? Smurfy, kommst du mit? Ist doch cool, damit kann ich zum Castillo fahren. Dann entsperr den doch mal bitte, Bernd. Der macht jetzt gerade den Wasserhahn. Im Wohnwagen ist doch im Badezimmer.
Den Tag ging der Wasserhahn nicht, pass auf. Ging gar nichts mehr, so wie tot. Aber in der Küche ging noch, also konnte es nicht die Wasserpumpe sein. Dann haben wir rausgefunden, wenn wir draufklopfen, dann geht der. Jetzt haben wir halt immer draufgeklopft. Heute ist er auseinandergefallen. Und das Wasser kam dann einfach so an der Seite raus am Waschbecken. Und das wollte er jetzt tun, bevor er den hier gesperrt hat. Das ist ein Vogelsmurfy. Ich habe mich umgezogen. Es ist total kalt heute in Spanien. Es ist aber auch voll kalt. Das Kleid war zu luftig. Es ist wunderschön, aber wir haben vielleicht 4 Grad, nein, 16 Grad oder so. Ja, erzähl. So, ich entsperre dir jetzt erstmal. Ja. Kann ich? Ich muss erstmal den Ständer hochmachen. Alarm. Hörst du? Ach. Alarm. Da ist der Ständer. Wo ist denn der Ständer? Eins fahre ich schon. Boah, ist das schwer. Was geht der Huckel drauf? Warum? Ja, wir vermerken. Auf wie viel hast du mir den jetzt auf 5 km/h eingestellt oder auf 18? D ist für Dummies. Du kannst jetzt mal drauf drücken, geht er auf S für Super Bernd. Nummer zweimal ist er auf I'm walking down the street. Mit 5 km/h fährst du jetzt. Ach Mann. Das ist jetzt für das ist super. Ja, mach mal super. Super. Oh oh, bye bye. Ich mach einfach so die ganze Zeit. So reicht. 5 reicht. 5 ist für mich. Das ist super. Ja. Oh ja, 5 ist ideal. Einen schneller. D. D ist 10, glaube ich. Also doppelt. Oh, das geht schon ab. Oh, Huckel, Huckel. Bodenwelle. Okay, ich fahre jetzt hier lang. Ist gleich, ich muss mich konzentrieren. Wie sieht's aus? Ein Edding kannst du mal geben. Ein Edding. Habe ich. Pink oder? Wahrscheinlich eher blau. Lila. Hier, kannst du besser sehen. Von schwarz ist jetzt der Deckel abgegangen, natürlich. Eine Friese. Zöpfe wieder raus. Soll ich da lieber rausmachen? Was? Soll ich es abklemmen lieber? Hier die Spüle? Ja. Ist doch egal, jetzt wir lassen das zu dann. Nicht, dass wir aus Versehen. Und nein, ist ja zu. Wir können ja hier am Campingplatz spülen. Läuft dein Schwall? Ja. Na? Nein, ist zu. Mein Handy war jetzt da drin noch, oder? Ich gucke. Lass mal los kurz mit dir. Halt dich fest. Nein, hier ist kein Handy von dir. Mach die Lampe aber aus. Ja. Geht's? Wollt ihr mitkommen dann? Ich weiß es nicht. Guck erstmal nach und dann gucken wir. Hier ist dein Handy. Unterm Lappen. Lappeno, Lappeno. Gut. Also, Stand der Dinge ist. Bernd hat den Wasserhahn abgebaut. Mit Roller. Bernd, darf Livia bei dir mitfahren jetzt? Die kann mitlaufen, aber nicht fahren. Oder? Was meinst du? Wenn du 5 fährst, also ich bin in Deutschland mit ihr E-Roller gefahren mit 5 km/h. Aber zieh das an, hier ist kalt. Hier. Zieh drüber mit deiner kurzen Buchse. Papa wartet. Zieh ganz in Ruhe an. Papa fährt schon mal vor. Nein. Stress das Kind doch nicht. Dann denkt die, du machst das. Papa, aber nicht Papa Junel fahren. Nein, der fährt langsam. Und du hältst dich gut fest, ja? Hm. Gut. Und Schuhe ziehst du auch an, ne? Gut. Hopp, Achtung. Deine Latschen stehen ja da. Der kommt zurück. Zieh deine Schuhe erstmal. Also, abgebaut den Wasserhahn. Und dann sagt er, mach mal eine Küche Wasser an. Habe ich gemacht. Und dann spritzt das Wasser
im Badezimmer aus der Leitung. Die sind irgendwie connected. Also können wir jetzt gar kein Wasser benutzen im Wohnwagen. Bernd hat aber schon herausgefunden, in Granada, das ist eine Stunde ungefähr von hier, vielleicht ein bisschen weiter, ist ein Wohnmobil, Wohnwagen, Zubehör, Camping-Zubehör, also sowas wie Obelink oder so. Und ja, die werden sowas haben. Die würden das auch bestellen hier für uns am Campingplatz. Allerdings, wer weiß, wann das dann kommt. Vielleicht Mittwoch oder so. Jetzt ist ja Samstag heute. Bernd wollte mal fragen, ob die, wie lange die heute aufhaben. Haben jetzt 13 Uhr. Könnte man ja noch schaffen, wenn die lange genug aufhaben. Während Bernd erfragt, wie lange der Laden da auf hat in Granada, mache ich meinen Wochenplan für nächste Woche. Habe ich immer so, ausgedruckt. Und das hilft mir zurzeit sehr, weil wir haben am Anfang, als wir hier angekommen sind, 4 Wochen Campingplatz gebucht. Und das schien so unendlich lange. Und haben ja verschiedene Sehenswürdigkeiten, die wir hier besichtigen möchten. Es ist nicht viel, aber wir machen auch nicht gerne, sage ich mal, jeden Tag etwas, sondern man hat ja das alltägliche Leben, Arbeiten, Einkaufen, Haushalt, Kinder, Hund und so, ich sag immer einmal in der Woche so einen Ausflug, was besichtigen, wenn man jetzt keine Reisetage hat und damit wir da jetzt alles noch schaffen, weil nächste Woche, also wenn ihr dieses Video seht, nächste Woche reisen wir schon ab. Ja, und die Route planen wir ja auch schon. Es geht ja für uns nach Marokko und auf dem Weg möchten wir auch noch was sehen. Aber jetzt erstmal die nächste Woche mit Markttage. Wir nehmen ja jeden Markt mit, wann ich was arbeite und so. Das plane ich mir gerne ein, weil das ist halt so, ich muss ja nicht arbeiten, ne? Also zum Beispiel, ich muss keine Reels erstellen für Instagram als Beispiel oder Kurzvideos hier für YouTube. Das muss ich nicht machen. Da kriege ich ja auch kein Geld für. Das mache ich einfach, weil ich das gerne mache. Aber mein innerer Schweinehund ist ja auch da. Und wenn ich mir das nicht entweder täglich zur Routine mache, dass ich es täglich mache, so wie Daily Vloggen, das ist einfach ganz normal, dass ich morgens die Kamera in der Hand nehme. Aber wenn ich sage, okay, mindestens 3-mal in der Woche möchte ich so ein Kurzvideo machen, wenn ich das nicht täglich, wenn ich mir das nicht aufschreibe, dann tendiere ich auch dazu, ach, machst du morgen. Und deswegen mache ich mir bestimmte Tage, wo ich das mache. Also am liebsten mache ich das 3-mal die Woche, mittwochs, freitags und samstags, eins hochladen. Genau, und damit fahre ich ganz gut, aber das muss ich halt auch machen. Dann schreibe ich mir direkt halt auf, was ich an dem Tag für ein Reel produziere oder Kurzvideo. Dann muss ich nicht auch noch überlegen, was mache ich denn jetzt, sondern habe eine ganze Liste, ein ganzes Buch voll, nicht ein ganzes Buch voll, aber eine Liste, eine große, mit Ideen, Content-Ideen, was ich da so reinmache. Ja, genau, Kooperation schreibe ich da natürlich auch rein, was ich machen muss, was ich drehen muss, was ich schicken muss zur Bestätigung, keine Ahnung, Rechnung schreiben und sowas alles, schreibe ich mir alles da rein. Und drumherum kommt Freizeit oder so. Oder eigentlich eher andersrum, je nachdem. Aber so Sachen wie heute, wenn wir nach Granada fahren müssen, kommt natürlich auch mal was dazwischen. Ich habe zwar hier mein schickes Buch und meine tollen Zettel und trotzdem passiert es, dass ich solche Kritzelnotizen mir mache, wenn ich eine Idee habe zu einem Reel, so ein Kurzvideo. Und nichts zu schreiben zur Hand habe, dann kritzel ich es irgendwo drauf. Und dann kommt das hier in das Buch und wenn ich dann Zeit habe, so wie jetzt, nur eine Minute, dann trage ich es entweder ein oder so wie jetzt klebe ich es mir hier drauf für den Tag, wo ich es machen möchte. Dann ist es wieder geordnet, mein Gehirn. Genau. So. Wir sind hier an den Fußballplätzen und ich bin Hunger. Du hast Hunger? Ja. Sollen wir zurückgehen? Nee, du hast was dabei. Ich habe nichts dabei. Oh.
Was möchtest du essen? Nochmal Nudeln mit Soße? Ja, jedenfalls wollte ich den Vlog nur noch beenden. Vielen Dank, Mama, dass ihr zugeschaut habt. Ja. Ja. Mit Husten. Bis morgen in alter Frische. Tschüss.